Einen wunderschönen guten Morgen zusammen aus Hamburg. Es ist Dienstag, der 14. Dezember, 8:29 Uhr. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Titus Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Wir haben aktuell sind wir bei einem Kursniveau von 15.649 Punkten. Wir haben ein kleines Gap. Wir tendieren heute erst einmal unterhalb des Daily Pivots. Der liegt nämlich bei 15.666. Das heißt, ich würde erstmal hier die 15.6 wieder nehmen als Big Number. Unterhalb geht der Kurs über 66, wechseln wir die Baustelle und gehen auf 15.7. Da sind wir ja flexibel. Wir gehen in die Vergangenheit einmal rein. Was für Blue Boxen hatten wir denn gestern? Eine 15er Box. Wir sehen es hier, 7,3 und dann ist er sauber nach unten rausgebrochen. Im zweiten, so soll es sein, eine 20er ist in dem ersten raus. Eine 14,5er im zweiten sauber raus. Also das sind nach wie vor gute Boxen, diese kleinen Biester, die kleinen Blue Boxen, die unter 20 sind, würde ich, wenn man vom Schirm ist, kann man die sehr, sehr gut traden. Nächster Chart sind die Wohlerboxen, links grün. Und wir sehen gestern Nachmittag einmal hier rein, da raus. So soll es letztendlich sein. Da eine sehr geringe Aufenthaltswahrscheinlichkeit. Wir sehen es hier. Wir haben gestern die Big Number im zweiten Trade angetradet. Dann haben wir nochmal eine Wohlerbox hier getradet. Hier nochmal im zweiten runter. Da nochmal rein. Also auch da die Boxen gestern gut gewesen zum Traden. Und wo kommt die Wohlerbox heute rein? So. Zeitraum anpassen. Wohlerbox kommt heute rein bei 15.714. Das heißt, wir sind dort einige Punkte entfernt. Wenn der Markt dort hochgeht, wäre das sogar ein Risikotrade. Das bedeutet, wir würden erhöhtes Risiko letztendlich fahren. Okay, das kurz zu den Boxen. Und wir gehen rein in die großen Zeitebenen und fangen heute an ganz unten mit Ethereum. Daily sind wir short seit gestern. 4 Stunden short, Stunde short, 30 short, 15 short und 5 Minuten auch short. Und das bedeutet, wir blicken mal auf Bitcoin. So, Daily, da sind wir bei den Daily sind wir short und wir haben hier für alle so eine magische Zahl bei 44 circa. Das ist so diese Zone, die muss letztendlich halten. Ansonsten sehen viele Teilnehmer dann weitere Kursrückgänge, denn haben wir hier die nächste Station, wenn wir die Fibonacci-Zahlen mal nehmen auf Daily, da haben wir hier das letzte Tief hier auf Daily-Basis. Wir ziehen das mal nach oben von der Rallye und dann befinden wir uns hier genau beim 38er Retracement 44, 50 und dann die letzte Bastion wäre dann 61er Retracement, dann muss man für den Kryptowinter ein bisschen mehr anziehen, Pullover und lange Unterhose, nämlich bei 28.000. Das wäre dann alles noch die Station, also einmal bis hier, da sind wir ja fast. 50 wäre hier, 61 von hier wäre dann für viele Kaufmöglichkeiten, wenn man an die Krypto glaubt an Bitcoin und Co. Langfristig ist das dann wieder eine Empfehlung. Wir erinnern uns, letztes Jahr im Februar, März, wir hatten ein Niveau von 4.000, jetzt sind wir bei im Hoch bei 69.000. Das ist schon wahnsinnige Rallye gewesen und der Markt lässt jetzt ein bisschen Luft raus. Also Daily Short, 4 Stunden sind wir Short. Und Stunde sind wir short, 30 sind wir short, 15 sind wir short und 5
sind wir auch short in den Kryptos. Also, dann gehen wir weiter und halten beim Dow Jones. Dow Jones Daily Long. Ich mache das Bild noch ein bisschen größer, weil wir Long, weil wir oberhalb des gleitenden Durchschnitts tendieren. 4 Stunden Long, Stunde Short, 30 Short, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Also auch hier Tendenz weiter Long. Nasdaq Daily Long, morgen Zinsentscheidung in Amerika, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Long. Öl Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde Short, 30 Short, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Nächster Markt ist Gold, Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Short und 5 Long. Und der letzte Markt in unserer Rubrik ist der DAX. Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten Long. Also klare Tendenzen nicht zu erkennen, aber leichter Druck auf den deutschen Aktienindex, würde ich sagen. Leichter Druck, nicht viel. Leichter Druck. Wir haben ein Gap, nochmal zur Wiederholung, bei 15.613 für alle Clubmitglieder. Gehen wir nochmal kurz rein in die Dailies, weil ich das gerade nicht aufgezeichnet habe. So, wir haben jetzt erstmal die Big Number verlassen und gehen auf eine Blue Box, 17er Blue Box. Wir sehen es hier. Unter 20, wenn wir da jetzt noch mal reinkommen, würde ich heute sogar das Risiko hier etwas erhöhen. Wenn wir reinkommen, wenn er nicht wegsprintet, dann gehen wir rein hier. Eine unter 20er Box mit etwas höherem Risiko, meine Damen und Herren. Es ist 8.53 Uhr, in 7 Minuten startet der Markt. So, es ist 8.58 Uhr, wir sind jetzt wieder in der Blue Box, das Risiko etwas höher als normal. In einer Minute geht es dann richtig los. Wir sind long im ersten Trade, long im ersten Trade. Und wir sehen hier die Rollerboxen. Blue Box geht direkt in unsere Richtung. Wir sind jetzt schon im Gewinn, aber noch ist der Trade nicht abgeschlossen. 15,670. Und 0,02, 0,03 aktuell. Der erste Trade läuft, wir sind live, die blaue Linie ist unsere Gewinnziellinie und da fehlen jetzt noch ein paar Pünktchen, 70 gerissen. Wir bleiben live. Und ein Punkt fehlt noch. Und Kombination Logge und der Hafen hier. Also Trade ist in Gewinn gelaufen mit etwas höherem Risiko. Wir haben gute Uhrzeit, eine kleine Blue Box und wir sehen es hier, die 17 Punkte bekommen. Und somit verabschiede ich mich bei dem YouTube-Lern hier auf unser Videotagebuch und wünsche gute Trades. Wir machen jetzt weiter im Live-Trading-Raum und schauen, dass wir da nochmal ein gutes Setup bekommen. Sehr gut. So.
Und das heißt, wir können hier oben auch heute mit einem erhöhten Risiko eingehen. 10 Euro ist auch gut. Vola-Box einmal hier oben, Einstieg. Und das bedeutet, wenn der Markt dorthin kommt, 99 Short oder bei 17 Long. Und ich würde mir jetzt erstmal einen Kaffee.